Servus zusammen, salve Adudi. Jetzt kommt der Film mit jenen Aktien, die ich weder im Webinar noch in dem anderen YouTube-Film geschafft habe. Und dann nenne ich jetzt auch zu allen mal ein paar Scheine dazu. Wir fangen an mit Apple. Apple wurde am Donnerstag verklagt. Und zwar vom US-Justizministerium und bisher 15 Bundesstaaten. Da kommen mit Sicherheit noch welche dazu. Und man wirft vor. Man warf dem iPhone-Hersteller vor, den Smartphone-Markt monopolisiert, kleinere Konkurrenten benachteiligt und die Preise in die Höhe getrieben zu haben. Ja gut, also so Dinger brauchen lange, bevor da mal irgendwas ist. Aber es war Donnerstag. Das hier ist der Donnerstag. Ja. Das ist ein bisschen längere Chart, jetzt hier vom März letzten Jahres, dann sind sie hoch von 145. Aber das ist jetzt eine ganz blöde Situation, die wir haben. Und zwar habe ich diese Linie hier gezogen. Das ist das letzte Tief, was wir hatten, wo ist meine Maus? Da, vom 26.10. war hier hinten ein Widerstand, den haben sie dann rausgenommen, nochmal touchiert. Deswegen ist das für mich eine ganz gute Linie, zumal sie sich auch verbindet hier mit dem unteren Bollinger Band. Technisch momentan ist da nichts zu holen. Ja, das ist irgendwie, ist da die Luft raus. So möchte ich es mal formulieren. Ich habe jetzt hier mal, weil ich weiß, viele von euch schauen da drauf, hier so einen Trend gezogen. Der ist ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal bestätigt. Das haben sie versucht, das war dann der Mittwoch, hier rauszunehmen, schließen auf Tageshöchstkurs und dann kam die Klage. Zack. Also die müssen zusehen, dass sie von diesem Niveau hier wegkommen. Sie dürfen hier runtergehen, das ist der Bereich von 165, dürfen Sie machen, aber wenn Sie da durchgehen sollten, habe ich erst hier unten bei 156, geschweige denn hier bei 145, einen sinnvollen Support. Heute, hier und jetzt bietet sich für mich eigentlich nicht allzu viel an. Ja, da muss ich jetzt warten, wird dieser Punkt nochmal rausgenommen, da muss aber eine Nachricht kommen, die schick ist und ich wüsste nicht was. Ja, die haben also auch keine neuen Produkte jetzt auf den Markt gebracht oder vorgestellt. Die haben lediglich die ganzen iPads und verschiedene Computer mit anderen, neueren, schnelleren, leistungsstärkeren Chips versehen. Aber es ist keine, wow, da ist mal wieder was Neues. Außer dieser Brille. Mir persönlich ist die zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Aber weiß nicht, ich will so Brillen eh nicht haben, aber das ist mit Sicherheit was für junge Leute. Ich habe diese Scheine hier rausgesucht. Nochmal, es bietet sich hier momentan für mich nichts an. Also ich muss jetzt hier nicht aktiv werden. Ich habe den 157er genommen für den Fall, dass Sie hier diesen Bereich sehen. Entweder diesen Bereich sehen, verteidigen und von hier wieder abdrehen nach oben. Aber vorher nicht. Also heute hier jetzt ist das kein Kauf. Das kann aber auch ein Kauf werden, wenn wir diesen Bereich hier rausnehmen sollten, vor dem Hintergrund von ich weiß nicht welcher tollen Nachricht, keine Ahnung, dann wäre das auch einer, der ist momentan mit dem 11er Hebel. Für den Fall, dass Sie das nicht schaffen, jetzt nehme ich das hier mal runter, für den Fall, dass Sie diesen Bereich nicht verteidigen, muss ich davon ausgehen, dass Sie weiter runtergehen, durchaus in den Bereich 145. Und der ist jetzt hier rein mal zum Vorbereiten, habe ich hier einen 140er reingelegt. Das ist im Moment ein Hebel 5, der wird natürlich dann höher. Aber das ist einfach mal zum irgendwo hinschreiben und so. Ah ja, da ist ein Schein, der wird es natürlich dann auch dementsprechend verändern. Beim Put kann ich näher dran gehen. Für den Fall, dass die Apple das hier nicht verteidigen und runtergehen, wäre sowas hier momentan mit dem 18er Hebel, 181er, da liegen wir hinter diesem Hoch. Wäre das dann ein guter Schein, denke ich mal. Mir gefällt der Wert nicht, alles andere steigt und Apple, ja, die immer ewig gestiegen sind, macht nichts. Mir gefällt es nicht, aber ich bin noch nicht bereit, hier short zu gehen. Dazu sind die Signale zu gering. So, dann kommen wir mal zu dem BMW. Da habe ich am Freitag einen Text bekommen. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht mehr woher. Ich habe mir das nur rauskopiert. Und der ist folgendermaßen: BMW erwartet eine relativ stabile Rentabilität der PKW-Einheiten und einen Konzern-EBIT-Marge von 8 bis 10 gegenüber 11% im Vorjahr. Der Umsatz stieg auf 155 Milliarden, das Betriebsergebnis auf 18,4 Milliarden und damit auf den höchsten Wert in der Geschichte des Herstellers. Der Konzern erwartet in diesem Jahr eine stabile Marge für seine wichtigste Automobilsparte. Der deutsche Luxusautohersteller sagte, dass sein Automobilsegment BMW, Mini und Rolls-Royce in diesem Jahr einen leichten Anstieg der Nachfrage verzeichnen werde.
da die Modelle auf den Markt, neue Modelle auf den Markt kommen. Jetzt kommt der Dämpfer. Allerdings werde die Abschreibung in Zusammenhang mit dem chinesischen Joint Venture Brilliance Automotive, ja, die Gewinn dämpfen. Das ist der Dämpfer. Mal auf den Chart geschaut. Das Erste, was mir auffällt, wir haben hier einen Umbrella Doji. Wir sind außerhalb des Bandes und wieder drin geschlossen. Das ist grundsätzlich gut. Wir haben damit also auch das 38er Retracement von dieser Bewegung gesehen. Das ist erstmal gar nicht so verkehrt. Die Technik insgesamt ist weiter nach unten gerichtet. Also wenn Sie das verteidigen am Montag oder Dienstag, haben Sie locker die Chance, hier wieder auf die 20-Tage-Linie zu gehen. 107,5. Aber das müssen Sie auch tun. Wenn Sie das nicht verteidigen und außerhalb des Bandes bleiben oder wieder rausgehen, muss ich davon ausgehen, dass Sie auch hier die 200-Tage-Linie bei 100,40 bzw. das 61er sehen. Also da drängt sich bei mir jetzt momentan auch nichts auf. Grundsätzlich würde ich sagen, das ist okay, aber dieser letzte Satz in der eben vorgelesenen Meldung, der gefällt mir gar nicht. Jetzt, wenn man sich vorstellt, wie der Markt gegangen ist, dann haben die BMW ja relativ wenig performt. Genauso wenig wie VW. Lediglich Mercedes hat sich da wirklich gut geschlagen und natürlich Daimler Truck, logisch. Aber BMW ist momentan für mich so ein Non-Event. Für den Fall, dass sie auf die 200-Tage-Linie aufsetzen oder vielleicht sogar das 61er machen, habe ich folgenden Schein in Vorbereitung. Das sind 96,91er im Moment, ein Hebel 14, auch im Moment. Wird dann dementsprechend höher sein. Der liegt dann hier. Aber dazu muss ich jetzt erstmal Montag, Dienstag abwarten, was die Freunde hiermit machen mit den Bändern. Gehen sie raus, bleiben sie drin? Ganz blöd zu sagen. Ein Put für den Fall, dass sie da wirklich drunter gehen und nochmal einen Ausstieg aus dem Band bestätigen, kann ich relativ schnell hinter das letzte hochlegen. Das war bei 111. Das wäre dann 113er. Und der hat im Moment einen 11er Hebel. Das sind die beiden Scheine, die mir dazu einfallen, zumindest in Vorbereitung. Aber ähnlich wie bei Apple, heute, hier und jetzt drängt sich da bei mir noch nichts auf. Also wirklich nicht. So, als nächstes kommt die Deutsche Post, sprich DHL. Eigentlich auch eine, finde ich, recht traurige Bewegung vor dem Hintergrund dessen, was der DAX gemacht hat. Jetzt haben sie Folgendes gemacht. Sie hatten ja hier, da war ich im Urlaub, ich weiß nicht genau, was die Nachricht war, kann ich nicht mehr sagen, haben sie fett verloren. Und das Band, ich mach's mal größer, hat dann hier gedreht und dadurch hieß es dann, okay, das Momentum ist raus, Korrektur oder Seitwärtsphase. Sie hat die Korrektur gewählt bis zur 20-Tage-Linie. Jetzt haben wir am Freitag gesehen. Jetzt war am Freitag die Nachricht, dass FedEx ganz toll gelaufen ist und dann gibt es diese klassische Sippenhaft, wie zum Beispiel Nike, Adidas, Puma. Ja, also wenn der eine Zahlen liefern, die sind gut, dann färbt es auch auf die anderen ab. Das ist, glaube ich, der Grund, warum sie hier hingegangen sind. Es ist ein Widerstand, die 20-Tage-Linie. Und als nächstes gibt es hier dieses kleine vermeintliche, diesen kleinen Doppelboden. Da wären wir bei 41,5. Um das Gap zu schließen. Das wäre dann hier der nächste Punkt und da liegt dann auch die 200-Tage-Linie. Von der Technik her, kurzfristig, haben Sie durchaus diese Möglichkeit. Jetzt geht hier auch schon durchs Rad überall rum, Leute, bringt eure Osterhasen auf die Reise, weil die Post wird wahnsinnig viel Pakete haben. Ja, es ist wie Weihnachten. Ich habe jetzt allerdings da keine Regelmäßigkeit rausgesehen. Ob das jetzt Weihnachten dann so toll ist für die DHL, das weiß ich nicht. Hat bestimmt einer von euch gemacht, ich habe es nicht gemacht. Also hier jetzt mitten in den Bändern, direkt an der 20-Tage-Linie dran. Das ist eine Make-or-Break-Chance, aber die Chance, die geht dann hoch bis zur 41,70. Sie sollten aber tunlichst auch den Bereich um die 38 meiden. Wenn Sie den rausnehmen, haben wir eine Etage tiefer, die nächste sehr wichtige Unterstützung, 36. Ich habe keine Scheine gefunden, wo ich gesagt habe, okay, die kann ich jetzt hier mal anzeigen. Ja, ehrlich nicht. Tut mir leid, das passiert selten, aber es ist so. Ich habe da nichts Gescheites gefunden. Wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich da die Suche verbessern kann. Gut, nee, also hier ist momentan nichts. Aber ja, Sie haben die Chance hier auf den ehemaligen Doppelboden. Aber Sie haben auch das Risiko, hier unter die 38,20 zu gehen. Mit dann einem Ziel von 36 ist, drängt sich mir momentan auch nichts auf. PayPal, da bin ich echt stolz drauf. Das war am Montag vor einer Woche. Da habe ich diesen Schein hier empfohlen. Die UM1K10.
den haben wir, das ist jetzt hier der Monatschart, den haben wir hier irgendwo erwischt zwischen 28 und 29. Ja? Das Ding ging über 90. Hier wird zwar nur die 90 angezeigt oder 88 sogar, aber ich meine, der war bei 93. Ja, ich habe im ersten Schwung mal irgendwo, als sie sich verdoppelt hatten, hatte ich das war irgendwo hier, habe ich mal gegeben, dann kam sie wieder zurück, dann habe ich sie wieder gekauft und ja, das am Freitagabend irgendwann, wann war denn das? Das war noch bei 75, 77, habe ich die jetzt auch erstmal wieder glatt gemacht. Aber das war eine schöne Option. Vielen Dank für die Mails. Da kamen einige, haben sich bedankt. Da waren wohl relativ viele von euch dabei. PayPal ist anscheinend, hat ein großes Interesse. Deswegen sind sie jetzt hier wieder dabei, weil die wurden sich sehr häufig gewünscht. Ich glaube, dass PayPal hier an diesem Punkt hier, so um die 67 rum, erstmal wieder pausieren wird nach der Bewegung. Deswegen habe ich sie auch verkauft, weil ich bekomme hier noch kein Verkaufssignal. Ich mache es mal größer. Aber es wird ein bisschen weicher. Also das Momentum geht raus. Und jetzt sind die Bänder aufgegangen. Das fängt auch schon wieder ein bisschen an zu drehen. Ich rechne eigentlich damit, dass sie nochmal den Bereich 20 und 200 Tage-Linie, so um die 61 sehen. Aber dann werde ich mit diesem Schein, hier ist er nochmal, das ist die UM1K10, den werde ich mir dann wiederholen. Der gefällt mir, das ist angenehm zum Spielen. Ich gehe, das ist vielleicht nebenbei bemerkt, immer bei Positionen immer mit dem gleichen Geldbetrag rein. Egal, ob das jetzt eine Lufthansa ist oder eine BYD oder der DAX oder halt hier PayPal. Und da sich die Scheine fast verdreifacht haben, hilft mir dieser Gewinn, meine Schieflage im DAX. Ich habe es ja auch gesagt, ich habe ja da im DAX noch Putz, da liege ich also fett hinten. Das ist verschmerzt. Ja? Das tut dem Geldbeutel nicht mehr wirklich weh. Aber natürlich gegen mein Ego, ganz klare Ansage. Das ist natürlich, da bin ich natürlich schon beleidigt, wenn der Markt was anderes macht, als ich das haben will. Aber gut, das nochmal nebenbei, ich gehe immer mit dem gleichen Geldbetrag rein. Also das habe ich jetzt auch erstmal glatt gemacht. Ich rechne kurzfristig nochmal mit dem Touchieren von der 61. Wirklich negativ werden sie bei mir erst, wenn sie unter die 56 gehen. Ich spekuliere hier nicht nach unten, deswegen nenne ich auch gar keinen Put, das mache ich nicht. Ich muss jetzt mal warten, bis sie sich ein bisschen setzen und dann werde ich mir die sehr wahrscheinlich, je nachdem, wo wir dann hier stehen, auch wieder reinholen. So, das war der erste Film. Da ich jetzt weg muss, mache ich den zweiten heute Nachmittag.